Sohn von Teamchef Peter Mücke. Peter Mücke leidenschaftlich, deswegen hast du vorhin zum Jürgen drüber geguckt, Ford Capri Rennfahrzeuge. War das eigentlich klar, wenn der Vater so erfolgreich Motorsport macht und dann ist irgendwann der kleine Stefan läuft da rum? Hat dann der Vater irgendwann gesagt, so Stefan, jetzt musst du, oder ist der Stefan zum Peter Mücke gekommen und sagt, ich will jetzt? Oder ergibt sich das einfach? Nee, eigentlich ganz anders, sondern er hat ja, er macht ja seit Jahrzehnten Motorsport. Ich war von klein auf mit dabei, das ist erstmal so richtig, also da war schon erstmal ein bisschen Blut geleckt, das habe ich schon ganz klar. Aber es fing bei mir eigentlich relativ spät an, natürlich auch mit Kraft. Wie alt warst du? Das erste Mal, also ich habe ein bisschen Motocross gemacht, nur so zum Spaß, und dann mit 12 Jahren fing es mit Carsport. Oh, da war der Mikro schon weiter, da kommen wir gleich drauf, ne? Ja, ja. Aber im Endeffekt war es auch so, dass wir waren irgendwo im Urlaub gewesen, es gab Leihkartbahnen, und da gesagt, komm, wir können mal fahren. Ja. Und hat gemerkt, oh, da muss ich ja richtig Gas geben, um vorne zu bleiben. Und ja, wir haben uns dann irgendwo aus Spaß einfach nur Rennkarts geholt, damals 125er Schalterkarts mit 6 Gängen. Das war mit 12 Jahren schon relativ schnell zur damaligen Zeit. Und er hat gesagt, komm, ich fahre mal vorne weg, ich zeige dir mal die Linie. Hat sich dabei mehrmals überschlagen, muss man dazu sagen. Und hat gemerkt, Mensch, oh, der Junge hat Talent. Was du dich überschlagen hast? Nee, nicht mich, sondern er sich, wo ich mich zeigen wollte. Ja. Und ja, so ging es dann irgendwo weiter. Es hat mir Spaß gemacht und ich habe gesagt, Mensch, das würde ich gerne machen. Er ist aber zu dem Zeitpunkt noch Autocross gefahren, da in der Europameisterschaft war er sehr erfolgreich unterwegs, haben gesagt, Junge, ich habe keine Zeit, sprich mit deiner Mutter. Gut, blieb mir nichts anderes übrig und nach ja, einigen Tagen bearbeiten war es dann möglich, dass ich gesagt habe, oder dass meine Mama gesagt hat, okay, komm, ich unterstütze dich dabei, wir kaufen uns ein gebrauchtes Kart und wir fangen einfach mal an, wir machen das ein bisschen. Ja, wirklich kleines Budget. Ich habe das Go-Kart selber geschraubt, zusammen mit einem sehr guten Schulfreund, dann auch später im Formelsport. Und so hat das Ganze irgendwo angefangen. Wir haben 3 Jahre Kartsport gemacht, auf nationaler Ebene. Und ich hatte dann einen Unfall gehabt. Der Arzt hat gesagt, Kartsport ist momentan nicht so gut, weil ich mir eine Brustwirbel gebrochen hatte. Mhm. Besser irgendwas, wo man noch angeschnallt ist. Und geht die Verbindung zu Land- und Motorsport wieder so ein bisschen hin, weil wir haben dann geguckt, okay, was gibt es für Meisterschaften? Das war also geht immer auf Wolfgang Land. Ja, ich glaube, da kann man anklopfen. Das war so 1997, das war die Zeit der Formel ADAC. Ich habe vom ADAC so eine Sichtung mitgemacht in Zandvoort, die ich glücklicherweise gewonnen habe. Und mit diesem Geld, was man dort bekommen hat, konnten wir uns ein gebrauchtes Auto kaufen. Und das haben wir von Land Motorsport gekauft, gebraucht und sind dann damit 1998 zum ersten Mal im Formelsport unterwegs gewesen. Ich als Fahrer, mein Schulfreund damals immer noch als Mechaniker bei uns. Wir haben nach der Schule das Auto vorbereitet. Mein Papa ist dann schon ein bisschen aus dem professionellen Sport rausgestiegen, hat uns dort unterstützt, aber so fing das an. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich diese Zeit noch so miterleben durfte, wo man Motorsport halt selber noch machen konnte. Wir haben ein gebrauchtes Formelauto gekauft und haben es selber abgestimmt. Das ist heutzutage absolut undenkbar. Wenn man warum ist das so? Ja, Moment, warum ist das heute undenkbar? Ja, weil man Ingenieure braucht, man muss in den Kanal gehen, man muss auf den 7-Pro-Stick und so weiter und so fort. Die Budgets sind einfach so enorm gewachsen. Und damals hat man halt wirklich realistisch noch die Chance gehabt, mit ein bisschen Glück klar, dass man so eine Sichtung gewinnen konnte und so weiter, aber mit wirklich kleinem Budget, mit einem gebrauchten Auto, erfolgreich Motorsport machen zu können. Und das ist heutzutage leider absolut verrückt geworden, wenn man sieht, was schon teilweise im Carsport für Budgets aufgerufen werden. Das ist jenseits jeglicher Vorstellungskraft.